Bürgermeister Carsten Seifert und City-Managerin Ilona Tetzlaff wollten die Kinder und Jugendlichen am Freitag nicht lange auf die Folter spannen. Deshalb hielt der Bürgermeister die Eröffnungsrede kurz und durchschnitt dann das rote Band, um die Eisfläche auf dem Nordenhammer Marktplatz, die in den Weihnachtsmarkt eingebettet ist, offiziell freizugeben. Nur wenige Sekunden später hatten die Eisläufer die rund 300 Quadratmeter große Eisfläche auch schon in Beschlag genommen. Zu lauten Beats können sie hier nun täglich bis zum 21. Dezember ihre Runden drehen. Anfänger wie Eislaufprofis hatten am Freitag sichtlich Spaß nach der Eröffnung. Wer keine eigenen Schlittschuhe hatte, konnte sich im Zelt welche ausleihen. Und wer sich selbst nicht aufs Eis traute, konnte das bunte Treiben auf der Eisfläche auch von der Bande aus beobachten.